Sehr geehrte Bartanhänger, liebe Spielkinder, mir ist die wohl bislang verrückteste und dennoch irgendwie geilste Idee quasi über Nacht gekommen, nachdem ich dieses emotionale Finale von Life is Strange Before the Storm / Farewell Episode halbwegs verdaut habe. Und nein, natürlich habe ich nicht geweint. I will always, always love you. Tears, ladies and gentlemen. Moment, irgendwo erkenne ich das doch. Naja, egal. Viel wichtiger ist doch, can you do this? This thing is the goddamn Lamborghini of chairs. It's not a chair, it's a lifestyle. Ihr wisst ja, dass ich monatlich nun dieses Game Voting angekündigt habe und im Februar habt ihr auch erfolgreich ein Spiel gewählt. Ich habe es zwar nicht ganz so oft geschafft, Monster Hunter zu streamen, aber es war trotzdem ziemlich nice, hat Spaß gemacht und ich habe das Spiel ja auch, das heißt, es ist ja nicht vergessen und es gibt bestimmt auch noch mehrere Streams dazu. Aber ein neuer Monat steht an und was kommt im Monat März auf uns zu? Spiel Nummer 1. Let's rock. Devil May Cry. HD Remake. This just keeps getting better and better. Spiel Nummer 2. Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom. Und Spiel Nummer 3. Die Welt steht am Abgrund. Verstehst du denn nicht, was wir hier aufbauen wollen? Und jetzt steht der Kollaps bevor. Wir nehmen euch auf, freiwillig oder nicht. Far Cry 5. Die Ernte beginnen! Dass die unser Land stehlen, unsere Freunde entführen, das ist unser Haus. Ich dachte, wenn wir nur durchhalten, würde Edens Geld wieder verschwinden. Und normalerweise ist nun der Punkt gekommen, wo ich sage, Leute, einmal auf Straw Poll abstimmen und der Link ist tatsächlich auch jetzt in der Beschreibung und in der Kommentarleiste. Und ich verspreche auch, dass ich eurem Wunsch gerecht werde. Aber in aller Fairness muss ich euch sagen, dass ich es nicht abwarten konnte, eines dieser Spiele schon vorzubestellen. Und manche, die meine Instagram-Story aufmerksam verfolgen, wissen, dass das Ni No Kuni 2 ist. Und ich möchte Folgendes zu meiner Verteidigung sagen. Ich bin der wahrscheinlich größte Fan von Level 5 und den Ghibli Studios, aber das würden wahrscheinlich viele behaupten. Jedenfalls konnte ich es nicht lassen, das Spiel zu kaufen und ich werde dieses Spiel auch streamen, sobald es rauskommt. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum dann dieses Straw Poll Voting? Natürlich möchte ich trotzdem, dass ihr jeden Monat eine Entscheidungsgewalt habt, aber Ni No Kuni wird auf jeden Fall von mir gespielt. Somit ist nun die Frage, was spiele ich vorher? Und da ich Ni No Kuni 1 noch nicht gestreamt habe, beziehungsweise das Spiel auch leider noch nicht so lange gespielt habe, wie ich es eigentlich schon immer wollte, obwohl ich ein Fan von dem Franchise bin, schäm dich, Junge. Somit kommt jetzt die erste Stream-Ankündigung. Ich werde für sagenhafte 12 Stunden Ni No Kuni für PS3 am Freitag zu Samstag streamen. Da ich aber Freitag noch meinen letzten Dienst für diese Woche habe, der erst 0 Uhr vorbei ist, werde ich wahrscheinlich erst so gegen 0.30 Uhr oder 1 Uhr anfangen. Nicht die allerchristlichste Zeit, aber zum Glück haben wir ja Wochenende. Und dann werde ich versuchen, bis zum 23., wenn Ni No Kuni 2 rauskommt, Ni No Kuni 1 mit euch zusammen zu finishen. Was uns zur nächsten großen Ankündigung führt. Und ich hatte tatsächlich, als ich heute Morgen aufgestanden bin, und ich hatte diese Idee und ich habe da nochmal drüber
nachgedacht. Ich hatte einfach fucking Gänsehaut, als ich auf diese Idee gekommen bin. Und das ist einfach mega krank. Und wahrscheinlich auch ein bisschen zu mutig. Aber mir fällt auf Anhieb niemand ein, der das bisher irgendwo mal gemacht hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das eines der geilsten Projekte werden könnte, welche es bisher auf meinem Kanal gab. Und das löst viele Probleme. Ich überlege ja schon seit Ewigkeiten, wie biete ich euch mehr Livestreams, wie biete ich euch mehr Let's Plays. Ihr wollt das ja auch, beziehungsweise die meisten kennen mich ja erst dadurch. Denn ich habe es bis heute nicht hinbekommen, obwohl ich das schon mehrmals angekündigt habe und mehrmals versucht habe zu starten, einfach eine Let's Play-Reihe zu machen. Daher habe ich mir etwas Besonderes gedacht und ich traue mich gerade auch irgendwie nicht, es auszusprechen. Ich werde ab sofort mindestens einmal im Monat, vorzugsweise am Wochenende, einen 24-Stunden-Stream raushauen, wo ich das Spiel, was von euch hochgevotet wurde, einmal spielen werde. Ich glaube einfach, dass diese 30 Minuten bis eine Stunde Let's Plays, das kann einfach jeder so. Und nehmen wir uns mal nichts vor, aber Let's Play-technisch bin ich auch einer der kleinsten Kanäle, die es wahrscheinlich auf dieser Erde gibt. Somit müssen wir uns natürlich etwas Besonderes einfallen lassen. Naja gut, dann der Hauptgrund ist halt immer noch, dass ich Angst habe, dass ich es einfach nicht einhalten kann, immer regelmäßig sowas zu machen. Deswegen gehe ich jetzt diesen Weg und es macht auch mega Spaß, ist auch viel einfacher für mich, ist nicht so ein Riesenaufwand, auch wenn man dann mal einen Tag lang raus ist bzw. beschäftigt ist. Aber ich glaube, das wird ein mega krasses Projekt und gerade in solchen Stream-Marathons passiert meistens so viel. Aber wir schauen noch nicht so weit in die Zukunft. Auf jeden Fall kommt diesen Freitag 0 Uhr dann der erste Stream. 12 bis 15 Stunden. Vielleicht mache ich ein bisschen länger, weil ich habe hinten raus noch ein bisschen Zeit. Ni No Kuni 1 für den Auftakt zu Ni No Kuni 2 am 23. Und kurz bevor das Spiel am 23. rauskommt, werde ich bekannt geben, natürlich über Instagram und alle anderen gängigen Plattformen außer YouTube, wann mein erster 24-Stunden-Stream zu Ni No Kuni 2 folgt. Und ich sag nur so viel, ich versuche das meistens dann am selben Tag des Releases zu schaffen. Das heißt, ich werde versuchen, Dienste zu tauschen oder vielleicht sogar Urlaub zu nehmen für euch, dass ich dann bei solchen großen Titeln einfach direkt am Start bin. Und trotzdem könnt ihr nach wie vor wählen, unabhängig von meiner Wahl zu Ni No Kuni, welches dieser drei Spiele euch am besten gefällt. Mich interessiert das extrem, deswegen votet bei Strawpoll wieder. Und zu allerletzt gibt es noch einen ganz kleinen Vorausblick in den Monat April. Da gibt es nämlich nicht so viele Spiele, die da released werden. Und ich glaube, wir werden auch bestimmt bis Mitte April beschäftigt sein mit dem Spiel Ni No Kuni. Wir alle wissen, dass da etwas sehr Episches auf uns zukommt. Auch dieses Spiel ist schon vorbestellt. Erstmal schöne Grüße an Classic. Sein Kanal ist hier unten einmal eingeblendet, der das Spiel nämlich zur Verfügung gestellt hat. Es wird kein Game Voting geben im Monat April, weil einfach nicht genug rauskommt. Und ich meine, egal welches Spiel rauskommt, wer kann es mit God of War 4 aufnehmen? Boy. Was ist das denn? Boy. Das ist wie Kino, Mann, da brauche ich Popcorn. Ja, was ist das für ein Spiel? Und was ist das für eine Stimme? What for? A test. She taught you to hunt, yes? Was ist das für ein Game? Yes, sir. Then show me what you know. I am hungry. Nein! Nein! Leck mich am Arsch! Haut rein, Leute, und drückt mir die Daumen, dass ich den Scheiß überlebe, ey. Was tue ich mir da nur wieder an? But can you do this? Hallo, mein Name ist Stephen Hawking. Ja, okay, das war nicht lustig. Shame on you, Beer Bro. Shame on you.